willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Herzlich willkommen zurück auf der Map Alheim 3.1. Mittendrin in den Hochhäusern hier. An der Haltestelle auf dem Herzenberg. Herzlich willkommen mit einem neuen Bus, beziehungsweise mit einem neuen Mod für diesen Bus. Nämlich mit dem Soundpack 3.5 für den Citaro und Citaro G von Morphy. Kommen wir gleich noch dazu. Als erstes mal Informationen. Bei euch ist das wahrscheinlich heute Montag. Warum kommt das erst Montag? Ich hatte das ja für Sonnabend angekündigt, ganz einfach. Ich hatte das schon aufgenommen. Und ihr werdet das in den nächsten... Na, nächste Folge ist dann nochmal das Video, aber dann auf der nächsten Map. Seht ihr das dann? Da sage ich dann, ja, jetzt war ich kurz weg, jetzt habe ich kurz mal ein bisschen gelöscht hier, um Speicherplatz zu kriegen. Und da habe ich auch diese Aufnahme mit erwischt und ja, muss jetzt also Alheim nochmal neu aufnehmen. Auch sehr geil. Des Weiteren kommt, ich wollte halt sehr viel vorproduzieren, denn ich kann jetzt erstmal in den nächsten Wochen nicht so viel aufnehmen, also gar nicht. Ne? Und habe mich nun dafür entschieden, den Rhythmus ab heute zu ändern. Und zwar bis das Add-on Telto kommt. Von 2 Tage Video auf 3 Tage. Immer. Also alle 3 Tage jetzt. Video heißt also am 18. und am 21. Alheim. Und am 24. und am 27. kommt dann die andere Map. Ist ein bisschen kurios, denn die andere Map ist schon aufgenommen. Und da... ja. Gut. Und dann kommt ja das Add-on Telto gleich einen Tag danach. Ja, freue ich mich auch schon. So. Nun aber genug gelabert, schmeißt unseren Bus an, Mercedes-Benz O530 Citaro G OM470 Euro 6 ZF Echo Live. Wem das zu schnell war, steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, ich bin sonst nicht so der Fan vom Citaro G. Und habe jetzt deshalb also mal die Version rausgesucht, die wir schon mal gefahren sind, aber die gefällt mir halt am besten hier. Das ist Euro 6, so C2 Sound, gefällt mir sehr gut. So, gewünscht war die 971 von Herzenberg nach Unihalle oder was weiß ich wie rum. Ich habe jetzt das so ausgewählt. Hier im Citaro G ist eine neue Matrix verbaut. Das ist auch bei manch anderen Bussen vom Solo-Bus so bei 3.5. Ja, ich habe es für den Solo-Bus noch nicht weiter ausgetestet. Für den Gelenkbus. Hauptsächlich Solo-Bus ist neues Soundpack und werde dazu also auch noch Stellung nehmen hier in diesem Video. Ja, wir fahren dann mal los. 40, okay, und dann... Na, 37, ja. So, jetzt haben wir gerade wieder Omsi lädt mit Punkt, Punkt, Punkt. Da sind wir wieder da. So, auf geht's. Citaro G. Ah, das gefällt mir gut, der Sound hier. Habe ich für mich schön laut gestellt. Ich hoffe, bei euch ist der Sound auch in Ordnung. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich habe wieder heute 900 Grad Lenkung drin. Also nicht wundern, wenn wir ein bisschen Lenkradgeräusche hören. Also mit wieder, weiß nicht, hatte ich das schon erwähnt, dass ich jetzt 900 Grad Lenkung drin habe? Ich weiß es nicht. Kann sein, muss aber nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall 900 Grad Lenkung drin. Für meinen Driving Force GT. Eine Fahrkarte bitte. Ja. So, was haben wir hier für eine Kasse? Eine Original-Euro-Kasse, okay. Alten 5er nehme ich nicht mehr lange, ne? Also haben sie noch Glück gehabt. Ja, also die Matrix sehr schön. Sound ist der alte hier, wie, also von dieser Variante jedenfalls, wie in der anderen Version, ne? Ja. Gut, ansonsten, wie gesagt, der Sound hat sich verändert. Ansonsten nicht besonders viel. Also, mal wieder gar nichts, ne? Ja, aber wie gesagt, nur die Matrix halt, ne? Ansonsten, gut, das hier ist auch so geblieben. Ich glaube, das hat sich beim Solo-Bus ein bisschen verändert hier. Dann das Kennzeichen hat sich auch verändert. Die Schrift, also... auf die kleinen Sachen kommt es an, ne? So, wer rast da hinten so? So, der NL. Geh mal Vollgas, komm. Ansagen sind wieder gemischt damit dabei. Mozart und von dem neuen Ansagensprecher. Nächste Haltestelle, Wotanstraße. Beep.
Kollege, wie fährst du denn? Aus Recklinghausen. Gibt's ja wohl gar nicht. Und deswegen halt habe ich die OMSI-KI-Kollision immer aus. Ne? Ganz klar. Sollten es gerade 300 Abonnenten sein, bedanke ich mich. Ich weiß es nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also, was haben wir heute für einen Tag? Den 15. hatten wir gestern, glaube ich, ne? Das hier kommt noch 18, dann ist es der 16. 16. fast 17. ist es bei mir, also kurz vor Mitternacht. Ja. Es war noch gelb. Also wenn's, da habe ich gerade 299 Abonnenten, also wenn es 300 sind, bedanke ich mich natürlich sehr herzlich. Was da irgendwie mal ein Special kommt oder so, da lasse ich mir noch ganz in Ruhe Zeit. Ich denke mal, das wird sowas werden wie beim 100, 200, ne? Müssen wir schauen. Aber wenn, dann machen wir es zu einem besseren Zeitpunkt auf jeden Fall. Das war ja beim letzten Mal ein bisschen blöd da. Und ich rede dann in dem nächsten Video auch ein bisschen von dem Video und so, dann stimmt das vielleicht gar nicht, ne? Weil das ist ja alles neu aufgenommen jetzt hier. Naja, gut. Also gewünscht war Zita OG. Da war wohl aber noch nicht die neue Version draußen. Aber ich glaube, Zitao Solobus wäre hier ein bisschen angebrachter gewesen. Ihr seht es ja, es sind nicht besonders viele Fahrgäste an Bord. Ich habe jetzt mal extra so ausgewählt, dass die ganzen Schulkinder schon alle in der Schule sind und wir hier ganz in Ruhe fahren können. Nächste Haltestelle, Sterntaler Weg. Also wenn ich es noch nicht erwähnt habe, außer vorhin, 900 Grad Lenkung jetzt beim Driving Force GT aktiviert. Heißt also, ich muss ordentlich kurbeln hier. Ja, ich muss hier schön um die Kurve lenken. Der Lenker dreht sich ein paar Mal. War früher nicht so beim Driving Force GT. Habe ich gedacht, Mike, einfach mal, ich habe jetzt auch die Kopfbewegung des Fahrers immer an und das macht das Ganze schon einiges realistischer. Ist vielleicht auch Interesse eurerseits. Ja. Die Liste habe ich hier nicht drin. Ist der Fahrplan nochmal, ne? Fahren über ECB-Halle. Hättet ihr mal kurz auf Pause drücken müssen. Die meisten kennen das hier wahrscheinlich, ne? Meisten sind ja auch OMSI-Spieler. Aber gut, bevor ich OMSI hatte, habe ich auch einige OMSI-Let's Plays geguckt, also... Müssen nicht unbedingt alles OMSI-Zocker sein. Hallo. Jo. Danke. Dankeschön. So, jetzt geht's noch nach Kranenburg-Mitte. Wieso steht hier Sterntaler Weg? Nächste Haltestelle, Emmerstraße. Nächste Haltestelle, Kranenburg-Mitte. Und ich flieg, flieg. Na gut, also geflogen sind wir noch nicht wie ein Flieger, aber... Kollege, fahr zu. Ja, da baut die KI auch mal selbst Unfälle, das ist immer sehr lustig hier in OMSI. So, Kranenburg-Mitte sah in der 3.0 auch anders aus, da das hier nicht funktioniert mit den Bussen. Deswegen hat man die nochmal geändert hier in der 3.1 und in der 2.0 sah es natürlich ganz, ganz anders aus, ne? Also der Citaro ist schon ziemlich geil. Was natürlich noch fehlt, ist ein anständiger Citaro-Facelift. Spandauer Bierbrunnen. Fahrt mal zum Spandau-Arkaden, da ist das. Spandauer Bierbrunnen. Da ist gerade Pause, der Kollege.
SB12. Noch mit der alten Matrix dran. Was sind wir? 171, ne? Wo halten wir denn? Oh, hier hätten wir. Ja, weil die da stehen und hier hinten stehen. Sehr merkwürdig. Kommen Sie rein. Okay, es lohnt sich wahrscheinlich der Gelenkbus doch, ne? Hallo. Hallo. Einmal normal. Da werden Sie doch mal normal. Hallo. Oh, danke. Ja, bitteschön. Nee, einmal zu viel Ruf bekommen. Hallo. Morgen. Hallo. Danke. Hallo. Jo. Morgen, danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. 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 Morgen. Guten Morgen. Hallo. Dankeschön. Morgen. Morgen. Hier DDR-Imbissbude heißt das im Omsi-Editor hier. Aus Falkensee natürlich. Ja, also ne, die Lenkradgeräusche tun mir da natürlich ein bisschen leid, aber ist halt so, ne? Ist so. So, also ich frage mich immer wieder, wie man diese Kurve hier mit dem Gelenkbus meistern soll. Ohne da irgendwie auf den Rasen zu kommen, ne? Gucken wir uns gleich mal an. Ich finde das schon mit dem Solobus hier extrem schwer rumzukommen. Und dann noch mit dem 18 Meter Gelenkbus, ne? Ist klar. So, jetzt habe ich also voll. Ja. Ah, naja, gut, finde ich vielleicht ein bisschen zu doll auf den Rasen gefahren. So, und wir haben den Sound. Ich hoffe, man kann das auch gut hören heute. Ich weiß nicht, wie der Sound gerade ist. Also Sound ist auch immer ein heikles Thema hier. Nächste Haltestelle am Kerstenbusch. Mhm. Wir fahren natürlich auch über Arlheim Hauptbahnhof. Ah, der Türsound ist auch sehr geil. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Nächste Haltestelle, Römerberger Straße. Ja. Was sehe ich hier? Ich habe hier eine Hamburger Parklist drin. Aber eine alte Omsi-AI-List, ne, auch geil. Also Parklist ist immer die parkenden Autos, ne? AI-List immer die fahrenden Autos. Es fällt einem selten auf eigentlich. Aber im Let's Play guckt man da doch mal gerne hin. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hier bei der hinteren Tür, guten Morgen, müsst ihr beachten, ihr dürft einfach nicht die Tür, ich demonstriere das mal vorne, ihr macht sie so ein bisschen auf und macht sie direkt, wenn sie sich öffnet, wieder zu. Also eben hat das nicht funktioniert, Moment, so, und ihr macht sie während des Öffnens wieder zu, also, so, so, ne, das geht nicht, dann bleibt die Tür einfach zur Hälfte da stehen. Und funktioniert gar nichts mehr. Könnte ich auf Reparatur drücken. Gar nichts klappt da, ne? Und somit könnt ihr da nicht mehr weiterfahren. Denn leider hat man es nicht umgesetzt, dass man hier die Druckluft rauslassen kann, manuell. Mit den Griffen. Naja, gucken wir uns gleich mal an. Hallo. Morgen. Nun kommen Sie doch mal rein hier. Guten Tag.
Hallo. Morgen. Morgen. So, und zwar hier. Hier kann man ja normalerweise Druckluft rauslassen. Oder von außen auch hier, ne? Ist hier leider nicht in Ormsee. Bei manchen Bussen geht das, bei anderen aber bei diesem hier nicht. So, wir haben ein bisschen Verfrühung, ne? Eine Minute vorspulen. Keiner will mit. Fahren wir ab. Nächste Haltestelle, Kranenburger Straße. Kranenburg, einer der Stadtteile von Alheim. Guten Tag. Guten Tag. So, Download-Link zum neuen Soundpack ist in der Beschreibung und wir kommen auch direkt dazu. Wie finde ich das neue Soundpack? Ich finde es für ein Solo-Zitaro, kann ich das jetzt mal bewerten. Nächste Haltestelle am Anschlag. Finde ich das in Ordnung? Einige Sounds hören sich komplett gleich an, obwohl man zwei verschiedene Varianten da auswählen kann. Man kann ziemlich für Euro 2 da auswählen, ne? Also eine hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da kommen wir auf der nächsten Map dann in dem Video dazu. Das gefällt mir sehr gut. Ah, da rede ich auch ein bisschen drüber. Da fahren wir auch Solobus, ne? Ist klar, aber... Ja. Ich finde halt, also das ist so der alte CNG-Sound. Du konntest früher CNG auswählen. Und irgendwie hört er sich genauso an. Bei einigen. Komplett gleich. Und das gefällt mir eben nicht so gut. Ich bin einige schon gefahren und die haben sich teilweise sehr gleich angehört. Also, aber manche hören sich auch sehr gut an. Aber trotzdem fehlen mir da auch noch einige alte Varianten, ne? Insgesamt ist das schon in Ordnung, ne? Hört mal schon. Wir werden natürlich auch auf dem Add-on Telto, kommen wir nachher noch dazu, da werden wir auf jeden Fall auch noch mit dem Zitaro lang fahren, da, ne? Das ist ja wohl ganz klar. Und mit dem Solaris auch. Hallo. Hallo. Danke. Ah, das seht ihr immer mit, ne, wenn ich jetzt Steam öffne. Na toll. Herzlichen Dank, Orel.